Nachdem wir die Schildkröteninsel verlassen haben, passieren wir wieder Coxcomb Island. Wir sind ein wenig überrascht, dass hier bereits ein Boot vor Anker liegt. Noch mehr überrascht sind wir allerdings, als wir beginnen, selbst neben dem Boot zu ankern. Wir freuen uns riesig, als plötzlich Schwimmwesten und Flossen verteilt werden. Wir können also doch Coxcomb Island besuchen und ins Innere der Insel schwimmen. Wir geben Nue unsere Videokamera und bitten sie, uns beim Reinschwimmen in die Insel zu filmen. Leider vergisst Nue den Aufnahmeknopf zu drücken und so bleiben uns nur ein paar Fotos. Und so sieht es dann im Inneren der Insel aus. Die Felsen sind mit kleinen Muscheln übersät und beim Festhalten an einem dieser Felsen schneide ich mir dummerweise die Finger auf. Aber sag, dass du nicht reingehst, Walter. Nach ca. 30 Minuten kehren wir zurück auf das Boot. Nur auf Essenssuche. An Bord gibt es ein paar Kekse und andere Kleinigkeiten als Stärkung. Dann geht es wieder weiter Richtung St. Matthews Island. Der einheimische Name der Insel ist Sardetier Island. Auch wenn es nicht so wirkt, so ist diese Insel doch eine der größten im Mergui-Archipel. Auch hier gibt es wieder Gelegenheit zum Schnorcheln. Die Insel ist von vielen Affen bevölkert, die wir vom Boot aus bewundern können. Den Schnorchelgang lassen wir diesmal aus. Stattdessen füttern wir die Fische vom Boot aus. Da schlagen wir hin. Da schau ich gleich Schuhe. Der Blaue. Der Blaue. Nicht nur die Fische haben Hunger. Auch der Hahn unseres Mitreisenden will gefüttert werden. Eine Wassermelone kommt da gerade recht. Ja.
Und schon ist auch dieser Tagesausflug wieder vorbei und es geht zurück Richtung Katong. Der Himmel ist bewölkt und der Wind pfeift uns um die Ohren. Nach knapp 45 Minuten Fahrzeit erreichen wir dann endlich wieder Katong. Wir sind recht überrascht, als wir noch vor Katong an diesen Steg hier anlegen. Nui sagt uns, dass hier ein Abendessen geplant wäre, aber wir würden dann allerdings erst nach 20 Uhr zurück nach Katong kommen und könnten nichts mehr von der Stadt besichtigen. Jetzt ist es erst 16 Uhr und wir teilen Nui mit, dass wir lieber nach Katong fahren wollen. Nui ist zwar nicht gerade begeistert, aber wir wollen ja schließlich auch noch was von der Stadt sehen, bevor es wieder weitergeht. Mehrere kleinere Missverständnisse sorgen für eine etwas getrübte Stimmung. Wie auch immer, 5 Minuten später erreichen wir wieder den Landungssteg in Katong.